Und hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Sims 3. Ja, es geht weiter, meine Freunde. Mit den guten Sims, ey. Ich habe letztens. Oh, letztens hatte ich hier aufgenommen, ey. Das war ja schon Wochen her. Oh, ja, immer Pipi, Mama. Oh, ja, ja, was kannst du trinken? Ja, gehst du mal. Rensch aber los, ey, wie Forrest Gump, ey. Jo, Alter, wieder da rumbuggt in der Typ. Lol. What the fuck? Hammer. Das Spiel ist irgendwie noch ein bisschen verbuggt, warum weiß ich auch nicht. Ah, erstmal eine schöne Ladung rausschießen, ey. Ah. So, abschütteln und drücken. Warum bist du... Moment, du hast jetzt gerade gepennt und bist immer noch müde. Warum? Moment, die Fahrgemeinschaft für wen fährt in einer Stunde? Scheiße, 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 scheiße. Geh duschen. Mach dir irgendwie einen Kaffee oder so. Weiß ich. Wie geht's bei mir so? Warum bin ich auch müde? Warum hab ich Nickerchen gemacht? What the fuck? Ich soll doch schlafen. Ach nee, oder? Oh. Fühlt man sich nicht mal so müde. Ich seh's. Lol. Was hab ich denn da an? Warum laufe ich so lang, bitte? Lol, was hab ich denn da an? Ey, das sieht voll geil aus eigentlich. So ein Wirtschaftsassistent und so. Voll geil. Mache ich übrigens bei meiner Schule, glaube ich, als zusätzliche Qualifikation. Das nennt man staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent. Auf jeden Fall sehr interessant. Und wenn man das macht, ist natürlich asozial. Nee, nee. Lol. What the fuck? Schlafen. Er schläft. Und wir beide haben natürlich ein Nickerchen gemacht. Wie unlogisch ist das bitte? Eine Gitarrenfähigkeit verdienen. Ja, das kannst du gleich machen. Musst du heute arbeiten? Ja, aber du hast ja noch Zeit. Du pennst ja noch. Kannst du machen dann. Schlafen bis 10 Uhr. Noch ab. Ja, das war jetzt eigentlich mal nichts Spannendes irgendwie. Warum weiß ich jetzt auch nicht. Kann man aber mal ein bisschen erzählen? Was gibt's denn so erzählen? Also das Wetter, das ist ja echt warm geworden in letzter Zeit. Also so richtig schlagartig, so von einem behinderten Winter in den Sommer quasi übergegangen. Ich habe hier jetzt schöne 20 Grad bei mir draußen, also draußen halt, nicht drinne. Sonne und ein bisschen Wolken, aber okay, das ist ja klar. Trotzdem ist es eigentlich ganz nice und so in letzter Zeit bei uns. Gibt's was Neues? Eigentlich ja nicht viel, oder? Ich hab demnächst Praktikum. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben, in der Woche dann irgendwie was hochzuladen, weil ich werde dann immer von 7 Uhr morgens bis 15 oder 16 Uhr arbeiten. Oder vielleicht auch mal früher. Und das wird dann halt hauptsächlich anstrengend, weil ich dann überhaupt nicht dazu komme, immer jeden Tag was hochzuladen, weil das wird asozial schwierig. Weil wir zocken ja alle noch dann so zusammen. Noch ein bisschen, also so offscreen, sage ich jetzt mal so, wollen wir auch mal auf, nicht aufnehmen, aber auch mal spielen, irgendwas. Und die Zeit will ich auch noch haben und so. So, du gehst erstmal pipi, bevor du dann. Hallo? Ach Gott, Mark, ey, was ist mit dir los, ey? Du meldest dich irgendwie auch nicht mehr. Moment, hab ich das richtig gesehen? What the fuck, wer ist das? Hallo? Hallo? Alvi, Alter. Ich dachte erst so, was rennt denn da, ey? Sieht aus wie ein wild gewordenes Eichhörnchen oder so. Warum putzt du jetzt die Toilette? Ach, du hast benutzt. Ich dachte, du bist müde. Ist ruhiger angehen lassen. Bleib mal ganz ruhig. Neuigkeiten mit Kollegen, wenn du mit deinen Kollegen, ja, den wird sich auch merklich verbessern. Kannst du auch machen. Was ist bei mir normaler Betrieb? Wie verrückt schuften. Soll ich mal wie verrückt schuften? Nee. Ist ruhiger angelassen. Ja, komm, wir sind völlig am Arsch. Ich gehe es mir erstmal ruhiger an. Weil, ohne Spaß, wenn man schon so müde. Lobby für eine. Wirb immer für eine Steuerreform, bevor die Zettelwurf um die eine
Wirb für eine Steuerreform. Der Vorstand wünscht, dass du zum Rathaus gehst und dich für eine bessere Steuerpolitik stärken musst. Auf diese Weise könnte die Firma Millionen von ihm. Oh. Das können wir doch gerne machen. Das ist ja auch nicht so schwer. Das. Wie lange habe ich da Zeit? Na, Gelegenheit. Sonntag. Ah, super. Ist ja noch Zeit. Eine Woche dann also. Jetzt bin ich auch langsam müde. Aber wir haben es ja gleich. Warum muss ich jetzt eigentlich länger arbeiten? Bis 14 Uhr und er arbeitet bis 12 Uhr. Warum arbeitet er bis 12 Uhr? Kann ich das nicht irgendwie mal erschöpft? Ja, du hast es ja gleich. Hast ja gleich, hast ja gleich. Außerdem geht es ja noch in die Höhe. Ist ja alles gut. Marc, du hörst jetzt mal wieder auf und machst hier mal mit deiner Gitarre ein bisschen spielen. Spielen. Boah, ich dachte schon, ich hätte mich gemutet. Ich hoffe, man hört nicht dieses Rauschen im Hintergrund, weil das ist meine Klimaanlage. Oh, 361. Was ist das für ein Betrag? Das ist ja viel zu wenig. Ich will mehr sehen! Ich will mehr sehen! Okay, nein. Spaß. Was? Kochkanal einschalten? Ja, was hat denn du für Wünsche hier? Auf einmal kochen will er, auf einmal von Gitarre auf Kochen übergehen. Ey, das ist ja mal auch. Also, das ist ja. Kann man hier. Hat er irgendwelche Gelegenheiten eingetan? Fähigkeit. Ja, das machst du ja schnell. Du gehst ja ab und so. Hab ich da irgendwie eine Frist? Nö. Da ist wieder da und stinkt wie ein Pferd. Ne, nicht ganz. Er ist einfach nur verdammt nochmal müde und gepennt. Hallo? Nein, du sollst ja kein Nickerchen machen, du sollst schlafen. Schlafen! Bevor du umfällst. Ja, wir haben jetzt 1300. Ich warte, wir sparen jetzt einfach mal richtig lange und so. Bis da halt was abgeht. Ich bin auch müde. Oh, warum sind wir alle müde? Was soll das? Alter, kratz nicht die Seiten, ey. Das ist ja ein schlimmes Geräusch, ey. Boah. Alter, welches Level seid ihr denn bis jetzt alle? Nee, nicht er. Gitarre. Gitarre ist Stufe 4. Ich bin Kochen Level 5. Alter Vater. Ja, richtig ab hier. Und Heubo hat Schreiben Level 5. Ich muss sagen, wir haben bis jetzt schon gut was erreicht. Aber es geht noch natürlich noch viel mehr. Mehr. Also wir müssen erstmal unser Haus hier ein bisschen aufbauen hier. Kommen wir überhaupt nicht zu Geld und so. Ja, komm, ich hab's gleich geschafft. Gas hier. Und schon habe ich was. Und 395 verdient. Und Marc fährt in einer Stunde zur Arbeit. Geht's ihm gut? Hygiene und Hunger. Ja, hör mal auf zu spielen und ess mal Snickers, weil du wirst wieder zur Diva. Aber Hygiene ist jetzt gerade nicht so wichtig. Hauptsache, du hast was im Magen. Du musst halt richtig so nach Gamer-Luft riechen, wenn du dabei dancest und so mit der Gitarre. Ist hier wenigstens noch gut, die Top Surprise. Oh. Schlecht. Nein, nicht essen. Nicht! Es ist eine Falle! Verdammt, ich bin überfordert. Essen Müsli, schnell. Oh, beeil dich doch. Lange die ab und zu brauchen, ey. Lol. Das kurz mal gehangen. Warum auch immer. Aber Spiel vom Spiel her. Ach, ich bin da. Ich geh jetzt auch mal pennen, ey. Oh, der Kühlschrank stinkt. Ah. Was so? Das ist jetzt aber gut, oder? Normal. Es war's schnell. Boah, Alter, brauchst du ja lang.
So, reicht schon, reicht schon, reicht schon, reicht schon, reicht schon. Hauptsache, du hast was im Magen. Jetzt geht's zu einer verfickten Arbeit. Bist ja mal langsamer als die Polizei erlaubt. Ja, nicht klatschen, jetzt rennen. Ein bisschen schneller, bitte. Lol, wer von denen hatte gerade da so einen richtig geilen Sportwagen? Kennedy, irgendeiner von den Kennedys. Kennedys. Alter, lauf mal! Warum lauft der jetzt da lang? Bring den um, ey. So, ab geht's. Ja. Ganz schön spannend. Jetzt pennen wir auch noch, weil wir so müde sind, ey. Das ist ja asozial, ey. Was ist denn los? Warum pennen die? Ich trinke erstmal einen Schluck Mineralwasser. Das ist ja echt so krank, ey. Komm, pennen wir mal um 17 Uhr. Ist ja auch voll der normale Algorithmus da. Alter. Also wenn ich so schlafe, wie die das machen, dann. Lol. Warum ist es da hell? What? Ist das eine Lampe oder ist das Licht? Licht. Schnurrende Wildkatzen. Lies Wildkatzen auf der Bühne. Wirkt weiter für Manager und geh dann zur Arbeit. Ja, komm. Verbesserte Beziehung zu deinem Vorgesetzten. Das ist natürlich immerhin nice. Alter, dieser Baum, ey, macht mir voll Angst und so, wie er sich bewegt. In Highspeed natürlich. Joa. Wer steht denn zuerst auf? Wir wahrscheinlich gleichzeitig. Ja, Täuber natürlich. Wir schläfen ja noch bis vollkommen 22:30 Uhr. Alter, was denn für ein Rhythmus? Und dann bleibt er so bis 6 Uhr morgens wach und dann pennt er wieder oder so. Das ist voll der scheiß Rhythmus. Wie kann man sich so einen Rhythmus angewöhnen? Wie man pennt. Das ist ja asozial krank, ey. Und wie lange braucht Marc bis seine Arbeit? Musiktheorie studieren. Studium der Musik. Danach wird dir Popmusik nicht mehr so gefallen. Ja, Popmusik ist aber geil. Ja, hart arbeiten mal, oder? Ja, komm mal ein bisschen hart arbeiten hier. Das machst du schon. Du wirst auch gar nicht stressig, weil Spaß ist ja noch super. Du bist ja noch voll dabei. Ein bisschen hart arbeiten schadet da nicht. Obwohl, Oh, das steigt. Oh, du wirst befördert, Marc. Ja, das ist Maximum voll. Also ich denke mal, dass er befördert wird. Hundertprozentig. Seine Kommission aus der Laune deines Zimmers. Also er wird auf jeden Fall befördert heute. Oh, das ist ein Wunsch von ihm. Muss annehmen. So. Harte Arbeit zahlt sich meistens aus, denn sie möchte sich wieder bla bla bla. Und er wurde befördert. Hat 252 verdient und einen schönen Bonus von 576 mitgebracht. Also sehr geil. Er ist nun Musiktalentsucher. In der Szene wird Streitigkeiten und nachdem wir Krisen hatten. Und man weiß nie so genau, wann die Band einen neuen Drummer, Bassisten, Sänger, Keyboarder oder alles zusammen braucht. Schnappt die Gitarre und lernt ein paar Akkorde. Vielleicht stehst du schon bald als Ersatz auf der Bühne. Marc verdient nun 57 in der Stunde und arbeitet von 17 Uhr bis 22:30 Uhr.